Und jetzt zum Mittagessen. Die Jungen sind von ihren Mädchen eingeladen worden. Am Nachmittag das Volksfest auf dem Dorfplatz. Es wird getanzt werden, gelacht, getrunken und felicitiert. Etwas Geld muss eingenommen werden. Jedes Paar hat 6000 Lei für diese Kirchweih gezahlt. Durch Los werden großer Hut und Tuch vergeben. Durch Versteigerung kleiner Hut, kleiner Strauß und großer Strauß. Mit dem Vorbehalt, dass der große Strauß im Dorf bleiben muss, so wie die Kirche. Sonntag, gestern und heute hat die St. Anna Kapelle gespielt. Drei von ihnen leben noch in St. Anna. Der Rest ist aus Deutschland herübergekommen. Wie auch der Leiter der Kapelle, Heinz Reinholz aus Dormagen. Boys!
Ich bin nicht so gut.